Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde vom Kebab-Simulator. Wie ihr seht, der Kühlschrank ist gefüllt. 10 Gerichte habe ich vorbereitet. Also die Burger letzten Endes werden dann wieder rausgehen wahrscheinlich. Aber erstmal alles gefüllt. Himbeertorte ist da, Chicken Wings, Hühnerbeine, Herzkekse, Grillfleisch, Pommes, Döner-Teller, Brezeln und eben die Hamburger. Dann würde ich sagen, wir machen den Laden auf. Ab geht's. Gucken wir erstmal. Pommes am Start. Hier gibt es den Döner-Teller. Es stehen aber auch wirklich sehr viele Leute Schlange. Wir sehen, ich habe das Ganze nach außen verlagert, den Gastraum. Dass die Leute sich schön nehmen können und es draußen hinsetzen können. Aber heute werde ich ordentlich viel verkaufen. 14.000 Dönergeld habe ich erstmal auf der Uhr. Ja, Teller könnte ein bisschen knapp werden, aber wenn die aufwäscht, dann haut das schon hin. Jawohl, die Brezeln geht schon mal gut weg. Aber es stehen so viele Leute draußen. Und das ist ja nur der Startandrang. Das heißt, es kommen noch mehr dazu. Kellner sind am Start. Muss mal gucken, wie es mit dem Ansturm ist, ob ich dann vielleicht noch mehr Kellner brauche. Aktuell sieht es erstmal ganz gut aus. Ja, gegrilltes Fleisch hat nur einen Stern. Ich weiß nicht, was diese Sterne aussagen, wie kompliziert das zuzubereiten ist vielleicht. Wer weiß. Aber umso höher, desto mehr Leute kommen. Wenn man hier guckt auf die Speisekarte, hat man hier links fast 3 Ruhmespunkte und Meisterschaft 69. Das sind diese Döner-Level, die es hier gibt. Hier beim Tomatenkebab zum Beispiel 3, hier drüben die 2. Die können sich alle aufwerten. Jawohl, Level 53. Und Tomatensuppe habe ich zum Beispiel schon maximal. Das heißt, die würde ich erstmal nicht machen, damit ich hier mehr von meinen Punkten zusammenkriege. Pommes nur noch einmal da. Brezeln auch nur noch einmal. Und die Hühnerbeine sind auch jetzt nur noch einmal da. Gucken, was er möchte. Brezeln, das heißt, ich kann schon mal eine neue Brezel rausnehmen. Holy shit, da sind die Teller alle. Brezel drauf. Ist nicht ganz so akkurat angerichtet, aber was soll's. Relativ schlechte Bewertung. Komisch. Ich habe sie doch relativ lange auch drin gelassen. Hühnerbeine sind hier oben. Ich habe mir extra noch eine zweite Mikrowelle geholt, wenn so viel Ansturm ist. Heute wird richtig Kohle gemacht. Oh, Müll. Gleich weg damit. Hühnerflügel können wieder hin. Sehr schön. Burger wird auch genommen. Ich glaube, das verteilt sich dann relativ gut. Döner-Teller ist dann auch noch einmal da. Ja, hier wird ordentlich verkauft. Automatensorge gespielt. Pommes müsste die letzte Portion sein. Level up. Heute werde ich wieder ganz viele Level machen, wenn die Leute so viel kaufen. Schon 2 Level-Ups und es sind noch nicht mal der Anfangsansturm zu Ende. Oh, der erste Himbeerkuchen. Der zweite sogar schon. Ich den ersten gar nicht mitbekommen. Grillfleisch. Man muss ja nur schön für Nachschub sorgen. Und dann passt das. Ich kontrolliere mal kurz hier, ob irgendwo Müll liegt. Draußen erkennt man das vielleicht sogar ein bisschen besser. Kommt immer so drauf an. Hühnerbeine werden heute gerne genommen. Hühnerflügel sind jetzt alle. Da nehme ich mir doch gleich mal eine Portion. Ja, ran mit der Kohle. Hier oben, Hühnerflügel. Rein. Döner-Teller wird jetzt genommen.
Ja, hier muss man nur ein bisschen aufpassen. Ja. Weil wenn so viele Leute kommen, können die Sachen relativ schnell auch gleichzeitig alle werden. Genau so. Deswegen habe ich hier die zweite Mikrowelle. Nächstes Level. Grillfleisch auch alle. So, wir machen erstmal den Döner-Teller. Grillfleisch muss ich sofort reinladen, weil das hat schon einer bestellt. Hühnerbeine. Super, alle. Komm schon, komm schon. Speed! So, gegrilltes Fleisch. Hier muss ich mal ein bisschen was wegpacken. Super rein. Suppe, Suppe, Suppe hier oben. Jetzt räume ich erstmal Teller ein. Getränketeile sind schon leer gekauft. Himbeertorte alle. Dann nehme ich mir neuen Teller. Ein Stück raus. Hühnerflügel. Währenddessen die Teller einräumen. Hat man echt ganz schön zu tun. Hühnerflügel. Grillfleisch. Döner-Teller schon wieder alle. Level 57. Oh, ich will Döner-Teller unbedingt. Das sieht aus wie eine Gruppe. Pommes werden gleich alle sein. So, Döner-Teller. Herzförmige Kekse sind kein Problem. Pommes fertig. Aber 50.000 habe ich schon. Ich habe fast 30.000 Piepen gemacht an einem Tag. Und jetzt steigt ja mein Döner-Level noch, weil ich durch die Gerichte noch ein bisschen Punkte dazu kriege, die verkauft wurden. Und da kann ich locker noch den zweiten Tag bedienen. Vielleicht sogar noch einen dritten, mal sehen. Sieht doch gut aus. Ja, da werde ich noch mal so Getränketeil holen, weil die sind komplett leer. Es ist alles komplett leer. Aber zuerst ab ins Bett. So, wir machen gar nicht groß drumherum. Ich fülle die Speisekarte auf. Erstmal der Döner-Teller. Suppe. Hühnerflügel. Himbeerkuchen. Verkocht. Hamburger. Jetzt habe ich alles. Kann ich den nächsten Tag starten? Ab geht's! Und dann kaufe ich hier mal noch so einen großen Getränkestand. Stehe ich den denn hin hier draußen? Kann man machen. Stände, großer Getränkestand. Hier außen hin. Alles Zusatzeinnahmen. Und wenn die Leute nichts mehr haben, dann kaufen die natürlich nichts. Das sind echt bombige Tage hier. Wenn man so viel zubereitet hat, dass man 10 Gerichte anbieten kann. 10 sind echt schon viel, muss man sagen.
Aber es hat schon einiges gekostet von meinen Sachen. Aber ich glaube, einen dritten Tag schaffe ich noch. Wenn ich jetzt darauf achte, wie spät es ist und dass nicht mehr Leute kommen, dann schaffe ich auch noch einen dritten Tag. Für den Gourmet brauche ich hier diese Churros und was? Segaupare. Und wenn ich hier reingucke in mein Rezeptbuch, dann brauche ich hier 110 für die Churros. Und hier 118. Und ich habe erst 79. Also das dauert noch ein bisschen. Woll Level Up. Dass wir dann noch ein paar Punkte kriegen. Aber bei so vielen Gerichten und so vielen Leuten, die kommen, da muss man ja wirklich gucken, dass immer Nachschub da ist. Weil die Sachen wirklich schnell mal alle gehen. Und meistens zur selben Zeit, da ist überall irgendwie noch eins da. Ja, ich mach gerade neue. Ganz entspannt. So, Hamburger rein. Herzkekse werden alle. Aber da kann ich einfach den Teller nehmen. Hier muss ich langsam mal ein bisschen aufstocken. Also Pommes noch 3 Portionen da. Döner-Teller 4. Chicken Wings 4. Hühnerbeine 4. Herzkekse 4, Grillfleisch noch 3. Aber da habe ich auch schon einmal aufgefüllt. Ja, manchmal musst du hier ganz schön rennen, wenn die Sachen alle auf einmal alle werden. Suppe rein. Und immer ist es so, wenn was leer ist, dann kommt ein Typ und will das sofort haben. Sind so viele andere Sachen da. Drüben steht immer noch der Typ mit der Sternfrucht. Ich glaube, bis jetzt kann ich da noch kein Gericht wirklich draus machen. Muss auf jeden Fall die Teller einräumen. Also die Leute haben genug, aber hier stapelt sich sonst der Aufwasch. 62. Döner-Teller geht leer. Den mache ich jetzt einfach noch, so oder so, weil das die letzte Portion ist. Endlich mal einer Hühnerbeine. Schöner Teller. Pommes auch schon wieder alle. Da hat man ganz schön zu tun. Okay, Hamburger habe ich gemacht. Jetzt gucke ich, was leer wird. Ob die Leute noch was bestellen. Damit ich noch einen Tag hinkomme zum Verkaufen. Der will noch Pommes haben. Nö. Nur für dich lege ich da jetzt keine Pommes hin. Das kannst du vergessen. Da haust du halt ab. Für eine einzige Person mache ich jetzt hier nicht noch was. Ladenschluss. Küche hat geschlossen. Ja, gut so. Wir haben die Fritteuse schon sauber gemacht. Also wer 5 Minuten vor Schluss in den Laden kommt, vor Schließung, und dann noch erwartet, was zu essen zu kriegen, nee, 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 nee. Da muss man alles nochmal putzen, so machen wir das nicht. Einen Tag noch verkaufen und dann gucken wir beim nächsten Mal, wie es ist mit den neuen Sachen. Oder ob wir vielleicht nochmal das Gleiche machen. Ab nach Hause, ab ins Bett. 38.000. Das sind Strom und Angestellte wahrscheinlich. Automatische Einnahmen. Das sind wahrscheinlich die Teile, die ich hinstelle, dieser Automaten. So, na dann mache ich hier gleich mal wieder alles warm. Für einen Tag reicht es noch. Hoffe ich mal. Wenn nicht, dann ist es halt so. Döner-Teller. Der ist top. Nichts zu meckern. Brezel. Ist wieder verkocht und fehlte Zutat. Weiß ich überhaupt nicht. Habe ich eigentlich so gemacht, wie es vom Rezept her angezeigt war. So, Hühnerflügel, Hühnerbeine. Ab geht's. Hamburger sind aus. Ausverkauft. Waren gestern zu viele Leute da.
Ja, diesen schwarzen Dreck hier, den sieht man dann doch gar nicht, gerade weil es auch so Schattierung gibt. Hier ist was. Ja, Hühnerbeine sind schon gut genommen. Auch Himbeerkuchen wurde einmal genommen. Hier an der Front sieht es immer ganz gut aus. Döner Teller. Aber ich habe schon 86.000 Dönergeld. Klar, ich bezahle auch ein bisschen die Mitarbeiter und den Strom noch jeden Tag. Aber das ist ja richtig fett Kohle. Was ist denn jetzt hier los? Teller. Das Fleisch hier drauf. So. Das sieht aus wie ich. Der weiß, was schmeckt. Döner-Teller. Den machen wir gleich neu. Im Rest. Brezeln, Pommes sind weniger da. Noch ein Döner-Teller. Oh, die haben Geschmack, die Leute. Döner-Teller ist wieder da. Lass mich durch. Hier unten. Ja, macht sauber. Ich hab's gesehen. Und gehört. Die doppelte Portion Suppe. Naja, die Leute sollen ja auch satt werden, wenn sie herkommen und wirklich nur ein Gericht essen. Steam-Erfolg. Halten Sie 100.000 Bargeld auf Ihrem Konto. Kommen Sie wieder da. Ja, so viel ist gar nicht mehr da. Ist noch nicht mal dunkel, also da geht schon noch einiges weg. Ja, die großen Kühlschränke, der hier vorne ist schon alle. Aber wenn es im richtigen Restaurant auch so funktionieren würde, mit aufgewärmtem Essen 100.000 in 2-3 Tagen zu verdienen, dann würde das, glaube ich, jeder machen. Dann wäre das ein neuer Standard, aufgewärmtes Essen. Aber letzten Endes ist es bei Buffet ja auch nicht anders. Also das Essen wird ja frisch gekocht letzten Endes und wird in so Wärmebehältern aufbewahrt und die Leute nehmen sich dann halt einfach, worauf sie Bock haben. Herzkekse. Es wird langsam dunkel. Servieren Sie 750 Gerichte für Ihre Kunden. Selbstbedienungserfolg. Das regnet heute rein. Steam-Erfolge und ein Haufen Knete. So will man das sehen. Was willst du? Döner-Teller. Oh, eine riesige Gruppe. Scheiße. Da gehe ich von aus, dass die das wollen. Auf den Herzkeks und Himbeerkuchen. Herzkeks ist noch da. Ja. Schneller, schneller, schneller. Kuchen. Ein Stück Kuchen bitte. Zack. Himbeerkuchen. Chicken Wings und eine Brezel. Brezel drauf. Oh, das haben wir alle nochmal gekriegt, was sie wollten. Jetzt muss ich hier die Teller einräumen. Das Ding ist voll. Gut, was kommt keiner mehr. Hier ist mal wieder alles alle. Shit, wie viele Leute hier draußen sitzen. Einmal Getränk ist noch da. So, alles hier drauf. Ist hier noch jemand nicht bedient? Nee. Zack. Gut, dass ich dann noch so eine extra Schüssel habe. Wenn so viele Leute kommen, sollte ich vielleicht noch eine zweite Spüle bauen. Weil das mit den aufpassen, dass nichts leer wird und
gucken, ob die Teller voll sind, ist gar nicht so einfach. Schon krass, wie sich so der Kühlschrank verändert hat. Von komplett voll zu dem hier. Aber jetzt ist erstmal Schluss für heute. Wir machen zu, gehen ins Bett und das war's. 125.000 Dönergeld habe ich. Verrückt. Ja, alles verkauft, außer kleine Reste, die noch da sind. Dann war es noch ein erfolgreicher Tag. Soll es für erstmal gewesen sein mit dem Kebab-Simulator. Lasst gerne ein Like, ein Abo da, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Bis dahin, ich wünsche euch einen entspannten Tag. Macht's so, bis zum nächsten Mal. Ciao.